kriegt hier tausende von Pilzen und so, aber Zeug zum Heilen gibt's hier gar nicht, oder was? Ein bisschen Vorbereitung. Ich schmier jetzt mal die Klinge ein, wenn wir da noch irgendwie Öl haben oder so, ich weiß es nicht. Aber mehr kann man da eigentlich auch nicht tun, oder? Haben wir noch was zum Klinge einschmieren? Nur gegen Nekrophagen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Mache ich einfach mal. Das kann doch nicht wahr sein. Muss doch irgendwas haben, was uns noch was bringt. Gegen den Typen. Hier wähle ich das nochmal aus. Ja, komm. So. Und dann springen wir direkt weg diesmal. Und dann wähle ich mal direkt hier das Zeichen. Und weg, weg, weg. Dessen diesmal so gut wie gar kein Damage kriegen. Also ich gehe einfach von Anfang an jetzt vorsichtig vor. Der kriegt ja irgendwie von Phase zu Phase mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Man muss irgendwie ja durch die Phasen durchkommen. Von daher können wir das Ganze auch in Ruhe machen. Nehmen wir das Ganze mal ganz gelassen von vornherein. Gar nicht treffen lassen, so gut es geht. Und hier ein bisschen schießen vielleicht noch zwischendurch. Auch wenn das nur einen Schaden macht. Jetzt kriegt er da wieder seinen Dot, wo auch immer er den immer her hat. Mal das hier nochmal. Und eins, zwei und weg. Weg! Ich hab gedrückt, also als ob die wollen, dass man zwischendurch getroffen wird. Na komm. Und betäuben wir ihn. Ja, ist er direkt da wieder raus. Ist klar. Sonst noch was? Das gibt's doch nicht. Wie kurz der immer nur betäubt ist. Aber wir haben natürlich auch keinen Artikel irgendwie über die wilde Jagd jetzt hier, die uns verraten könnte, wie wir es sonst machen sollten. Ich glaube, die Pfeile sind ein bisschen verschwendet an denen, kann das sein? Kann man die hier irgendwie ablegen? Ah, kann ich nicht im Kampf tun, okay. Dann halt nicht. Level? Ja. Nein! Wie weit mussten da runter, ey? Jetzt geh schon in die Mitte, bist doch gleich eh wieder voll geheilt, ey. So. Und weg. Ist jetzt vielleicht so ein kleiner Feiglingskampf, aber wir wollen das ja auch nicht noch tausendmal probieren. Was mit meiner Ausdauer da los? So. Na? Und weg. So, jetzt geht er in die Mitte und öffnet sein komisches Scheißportal da. Da vorne. Er öffnet eine Passage. Bleib ruhig. Konzentriere dich. Erst beim dritten Mal werde ich dann meine Tränke reinnehmen. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch so, dass wenn ich ihn direkt schon genug Schaden mache, das auch was bringt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er eh in diese Phasen reingehen muss. So, mal eben kurz... Ach, falsch. Die Rüstung wieder wechseln hier. Leider. Na komm her. Und weg! Eieieiei. Angriff und weg. Wie er da einfach resistent ist teilweise, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Na komm her. Eben, so sehe ich das nämlich auch. Der Angar Skavala. Das war jetzt verschwendet von mir. Ich möchte die Tränke aber jetzt noch nicht verschwenden. Wenn der so kommt, dann greift er doch eh an, sobald er da ist, oder? Ja, wenn sie mal ein bisschen Schaden machen würde, wenigstens, ne? Ja, mit dem Rücken zudreht, dann kriegt er auf jeden Fall. Na komm her. Und weg, 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 weg! Wow,
knappe Kiste. Jetzt kriegt er auch wieder seinen Plot da. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir, wenn wir zu lange brauchen, dass er dann irgendwie vom Spiel nochmal extra Schaden kriegt. Da kommt es mir teilweise ein bisschen vor. Na jetzt, wann gehst du in deine komische Kuppel rein, hä? Und weg, weg, weg! Roll, 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 roll. Sidesteps. Hm. Na komm her. Oh oh. Da stand ich leider ein bisschen zu weit weg von ihm. Sache, du greifst sie auch nie an, sondern immer nur mich. Ach. Ich steh einfach zu weit weg. Das wirst du bereuen! Und weg, weg, weg! Wow. Ah, das war nicht so gut. Ich weiß halt, dass er gleich in die Mitte geht, deswegen möchte ich jetzt nichts einwerfen, auch wenn es so aussieht, als ob wir es jetzt geschafft hätten gleich, ne? Er geht doch eh wieder in die Mitte, ey. Ich hab's doch schon gesehen, dass er es macht. Dann mach's jetzt auch. Oder können wir das hier mit unseren Zeichen ausgleichen? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt wüsste, bei wie viel Prozent der in die Mitte gegangen ist, ne? So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal so einen Trank einwerfen. Haben wir noch andere Schuhe? Ja, haben wir. Tatsächlich. Und betäuben. Na? Keine Ahnung, ey. Jetzt geht der doch schon extrem drauf, ne? Weg, 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 weg! Er ist auf jeden Fall betäubt, ist von ihr gerade. Na. Alter. Wie kann das sein, ey? So, jetzt müssen wir wieder die Wasserflasche ausrüsten. Also doch, wenn der hier down geht, dann kommt nochmal diese Spalte. Oh Gott. Falsches Ding ausgerüstet. So und so. Den verwenden wir mal. Und dann machen wir erstmal jetzt die scheiß Hunde hier. Komm her, du Köter. Könnt ja Gott sei Dank nicht so viel. Jetzt das Schwert kaputt. Das reparieren wir dann einmal. Nein! Hab's falsch angewandt. Na, kommt her. Drecksvieh! Der lebt noch? Ich sag das doch. So, so und so. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir so und... hatten wir hier nicht noch so Tränke, die uns vielleicht irgendwas bringen könnten? Ausrüsten. Da. Schnellere Regeneration. Nehme ich auch nochmal mit rein. Na? Komm her, du Mistvieh. Nicht mit mir. Ach. Kann doch nicht sein, ey. Nein, warum greift er denn jetzt nicht an? Na? Weg! Da habe ich einmal zu viel gehauen. So unnötig. Irgendwie Regeneration. Irgendwie wäre. Das wäre der Hammer. Weil der trifft mich jetzt wieder einmal gleich und dann war es das. Und nicht, ob das der beste Weg ist, den wir gerade eingehen hier. Gar nichts, was mir noch was helfen könnte. Nah genug dran. Komm mal da aus der Ecke raus. Bitte. Würdest du mir einen Gefallen mit tun? Ich glaube, der kommt doch nicht raus, oder? Doch, kommt er. Ich dachte erst, der würde da festbangen.
Jetzt komm schon. Ach, falsche Taste. Blendet Gegner, nein. Schutzschild, Feuerschaden. Magische Falle. Ach, ich drücke an die falsche Taste. Feuerschaden, können wir hier so ein bisschen vielleicht reinhauen gleich. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn der jetzt eh da festhängt, dann hauen wir mal zwischendurch so ein bisschen Feuerschaden da rein. Treffen ihn aber eh nicht. Und da ist es auch egal. Aber auch das hier wieder auswählen. Also ich mache jetzt auf jeden Fall nichts, ohne das Zeichen vorher angewandt zu haben. Und wieder wegrollen. Jetzt mal nehme ich nochmal so einen Trank vorher, wenn wir das machen. Ein bisschen mehr Schaden. So, und betäuben und... So, jetzt kriegt er hier seinen Dot. War sehr schön. Können wir mal ein bisschen mehr Fernkampf retten, ne? Weg hier! Alter Schwede. Gibt mir ein bisschen mehr... So, jetzt kann ich das Zeichen machen. Und... Weg. Zwei, drei Hiebe noch. Jetzt nicht übermütig werden. Sie hat ihn vernichtet. Alter Schwede, ey. Unnötigerweise. Boah. Erstmal speichern. Ich täusche, sind wir im Labor des Elfen. Krasser Kampf. Finde ich aber ganz geil, dass die so ein bisschen anspruchsvoller sind, auch wenn ich gerade ein bisschen rumgeflucht habe. Was ich nicht so toll finde, ist, dass man hier nicht irgendwie die Chance hat, sich irgendwie noch was herzustellen, dass wir sonst ein bisschen mehr Leben regenerieren konnten. Wir hatten ja jetzt echt nur diese eine Wasserflasche und die paar Tränke dabei, die aber auch nichts wirklich gebracht haben. Also, keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so toll.